herzlich willkommen bei einer neuen Folge Talk mit Doc. 5 Fragen, 5 Antworten. Unser heutiges Thema ist Kinder und der erste Zahnarztbesuch. Wir besprechen dabei, ab wann sollten Eltern mit ihrem Kind zum Zahnarzt gehen? Erster Zahnarztbesuch, den richtigen Zahnarzt für sein Kind finden. Wie können Eltern ihr Kind auf den ersten Zahnarztbesuch vorbereiten? Was tun, wenn das Kind Angst vor dem Zahnarzt hat? Was passiert, wenn gleich beim allerersten Zahnarztbesuch Karies diagnostiziert wird? Also, Doc, ab wann sollten Eltern mit ihren Kindern zum Zahnarzt gehen? Das Beste ist gleich beim ersten Mal, wenn die Eltern zur Kontrolle kommen, dass sie die Kinder mitnehmen, dass beim Kind noch überhaupt nichts gemacht wird. Denn man will das Kind beim guten Gefühl abholen. Und wie erreicht man das? Wenn man zum Beispiel sich beim Verabschieden ein kleines Spielzeug übergibt, dann behält das Kind diese hellen Räume, diesen komischen Geruch in guter Erinnerung und ist dann beim nächsten Termin, wenn zum Beispiel ein bisschen was untersucht wird, viel kooperativer. Und wichtig dabei aber ist, dass die Eltern selber keine Angst haben. Das heißt, wenn die Eltern schon so zum Zahnarzt gehen angespannt und ängstlich sind, übertragen sie das auf das Kind, weil das Kind weiß ja nicht, was passiert. Das sieht nur Mama oder Papa ängstlich, verkrampft und baut so auch Ängste auf. Also das Beste ist, zum Beispiel zu einer Mundhygiene mitnehmen, beim Kind gar nichts machen, danach ein kleines Spielzeug überreichen und so behält das Kind die ganze Situation in guter Erinnerung. Doc, wie ist es bei einem Kind? Wie erkenne ich, dass das der richtige Zahnarzt für mein Kind ist? Hast du Indizien dafür? Oder? Da gibt es ein Indiz und meistens ist es jenes, wenn wir Erwachsenen das nicht verstehen, was der Zahnarzt da macht. Wie ist das gemeint? Wir gehen zum Zahnarzt und haben einen gewissen Erfahrungsschatz. Dieser Erfahrungsschatz, der hat sich über die Jahre von Erlebnissen gebildet. Das Kind, das verbindet mit dem Zahnarzt einmal gar nichts. Das weiß nicht, was ein Zahnarzt ist. Das Kind, das sieht dort Feen, Zauberer und, ist in einer ganz einer anderen Welt. Und die Kunst ist es, als Behandler sich auf diese Welt einzulassen und das Kind bei dieser Welt abzuholen. Das heißt, dass man zum Beispiel nicht von du hast da Karies redet, ja, sondern dass man sagt, du, ich schaue jetzt, ob ich da Karies-Teufelchen finde. Und wenn ich so ein Teufelchen finde, dann mache ich ein Foto und zeige es dir gut. Und dann sind die Kinder meistens ganz schnell bereit, den Mund aufzumachen, weil Foto und Teufelchen, das sind Dinge, mit denen können sie was anfangen. Wie können Eltern ihr Kind auf den Zahnarztbesuch vorbereiten? Gibt es da irgendeine Liste oder Sachen, die man nicht tun sollte oder tun sollte? Also es gibt einmal allgemeine Dinge und spezielle Dinge. Allgemeine Dinge sind dem Kind keine Angst machen mit du und wenn es nicht brav bist, gehen wir zum Zahnarzt. Ja, diese klassischen dummen Phrasen. Ja, genau, beim Zähneputzen und. Das Kind nicht belügen. Das Kind offen und mit Zeit Liebe aufklären. Und wie kann man das dann speziell für einen Zahnarztbesuch machen? Da gibt es ganz tolle Kinderbücher, wo zum Beispiel die Ordination abgebildet ist mit kleinen Feen, Zauberer und, wo man den Kindern also mit Spaß so eine Zahnarztordination einmal vermitteln kann, wo ihnen erklärt wird, dass da dann ein Fremder in den Mund schaut. Und da kann man also in der heutigen Zeit mit Internet, mit Büchern die Kinder sehr gut darauf vorbereiten. Und die Eltern, die sich die Zeit nehmen, das merkt man dann auch beim Zahnarztbesuch, dass diese Kinder viel, viel kooperativer sind. Was tue ich zum Beispiel, wenn mein Kind im Augenblick Angst vor dem Zahnarzt hat oder schon generell Angst vor dem Zahnarzt hat? Wie kann ich da vorbereiten und wie kann ich dann auch wirken? Wie kann ich in der Situation agieren? Das Thema wird jetzt den Rahmen sprengen, weil Angst ist ein sehr vielschichtiges Thema und Angst kann ja manchmal verwendet werden, um auf sich aufmerksam zu machen. Das heißt, das Kind kann durch diese Angst den Eltern so ein bisschen auf der Nase herumtrampeln. Es kann wirklich ängstlich sein, weil es negative Erfahrungen gemacht hat. Bleiben wir gleich bei dem Punkt. Was ist, wenn es wirklich ängstlich ist? Wenn es wirklich ängstlich ist, mit viel Liebe und Zeit, mit dem Behandler und des Elternteil, dem Kind die Dinge erklären, auf Augenhöhe erklären, vielleicht vorher bei den Eltern zeigen, dass man sagt, schau, ich schaue da jetzt in den Mund rein, schau mal zuerst der Mama rein und das Kind dann mit tun lassen und dann sieht das Kind einmal bei der Mama ganz genau in den Mund hinein und so kann man eigentlich das Kind sehr gut abholen, wieder mit einem kleinen Spielchen. Was passiert, wenn direkt beim ersten Zahnarztbesuch Karies diagnostiziert wird beim Kind? Was macht man da am besten?
Naja, bei die Kinderkaries, das ist auch wieder so ein Thema für sich. Wir wissen heute, dass wenn man Kinderkaries, einen Defekt, sehr gut putzt, dass der dann absterben kann. Das heißt, die Karies wird so richtig schwarz, das ist gut, das ist ein Zeichen, dass sie tot ist. Wenn das also ein sehr kleiner Defekt ist, dann klären wir die Eltern immer auf, dass wir sagen, du, ihr müsst es jetzt noch besser putzen. Wir zeigen den Eltern Aufklärungsvideos, wie man überhaupt gut putzt, weil das ist ja auch so etwas, man hört immer nur, du machst gut. Aber ist es dann gut? Und da gibt es also ein paar Schmähs, die man den Eltern zeigen kann. Und dann bestellt man das Kind in 2 Monaten wieder ein, schaut sich an, ist die Karies größer geworden, ist sie schwarz geworden. Wenn sie schwarz geworden ist, muss man gar nichts machen. Wenn sie größer geworden ist, dann kommt es zu einem Füllungstermin. Aber das Kind erlebt einmal den Erstbesuch oder die ersten 2 Besuche nicht das gleiche, was gemacht wird, sondern das Kind erlebt das einmal, da wird mit ihm gesprochen, man geht das Ganze durch, die Eltern haben die Zeit, dann zu Hause zum Beispiel so ein kleines Kariesbuch, so ein Kinderbuch mit dem Kind durchzugehen, und normalerweise, wenn die Kinder das verstehen, was da gemacht wird, ist die Behandlung meistens kein Problem. Kennst du Eltern, die das nicht gewusst haben? Markiere diese in den Kommentaren, um ihr Kind zu schützen. Wie war dein erster Besuch beim Zahnarzt? Kannst du dich noch daran erinnern? Hat dir dieses Video jetzt geholfen? Wenn ja, dann freuen wir uns über ein Like. Beim nächsten Mal geht es um der weiße Fleck im Mund, eine Frage, die wir immer wieder hören. In diesem Sinne, alles Liebe. Hat dir diese Folge Talk mit Doc gefallen? Abonnier den Dentapodé-Kanal, aktiviere die blaue Glocke und du verpasst kein einziges Video mehr.